Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin's, der Bio. Und ja, freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest heute zu einer weiteren Folge. Wir sind heute auf der Karte Evershaven Osttönnen unterwegs. Das ist auch eine sehr interessante Karte, bietet insgesamt drei Linien. Und eine davon wollen wir uns heute mal anschauen. Und von daher würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das ist übrigens die Linie 896, die wir hier heute fahren. Mit dem MAN von Sobol, Dreitürer, Solobus. Und ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ne? Ich glaube, wie war das, der A23? Ich habe keine Ahnung. Ich blicke da mittlerweile echt nicht mehr durch, da mit den Bussen von Sobol. Ich sehe nur, dass wir hier keine Kasse haben. Das wird ja eine interessante Fahrt. Denn müssen wir das Ganze hier heute ein bisschen anders machen. Haben wir jetzt noch einen vereinfachten Modus an. Passt das Ganze schon. So, Enter. Jo, das sieht schon mal ganz gut aus. Kurs Normali und hier haben wir... Genau, was haben wir? 8, 9, 6... Und die Nummer ist 03. So, perfekt. Hammer. Wunderschön. Ah, okay. Hallo. Wir nutzen hier alle Türen zum Einsteigen. Shoot, das ist er, der Bus von Sobol. Ja, ihr seht, das ist halt wirklich die Standardausführung. Ich glaube, mittlerweile gibt es sie in zig verschiedenen gemoddet und sowas. So. Jetzt haben wir es auch. Minus 6,30. Ja, es kommt hin. Wenn man die Zeit ein bisschen vorspulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Hallo. Eine Kurzstrecke. Ah, seht ihr? Weil wir können nämlich gar keine Tickets hier verkaufen, oder? Einmal Kurzstrecke, bitte. Müssen wir leider so machen, weil hier ist ja nun mal keine Kasse vorhanden. So, Gang rein. Wundervoll. Handbremse raus, Licht an, so. Ich mag dieses MAN-Dashboard nicht, ja. Also wir haben ja nun auch MANs, aber so ein Dashboard haben wir hier nicht drin. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen die Lüftung anmachen. Wundervoll. So, wir können abfahren, piept. So, ebenfalls eine Karte, die man im OMSI Webdisk runterladen kann, ja. Hallo. Hallo. Also, falls ihr die haben möchtet, schaut's doch dort vorbei. Türen sind zu. Schön gehört. Warten wir mal kurz, weil wir sind hier schon wieder eine Minute zu früh. Ach, und... Musst du schon permanent eigentlich immer zu spät losfahren hier? Damit du halt nicht an jeder Haltestelle warten musst. Jetzt lädt er gerade. Runter. Hallo.
so passend. Fährt sogar gerade MAN auf der Linie. Was ist das jetzt? Jetzt haben wir schon wieder hier 2 Minuten verfrüht. Also der Fahrplan, muss man sagen, ist sehr großzügig hier. Also wenn man wahrscheinlich hier eine Verspätung hat, dann weiß ich auch nicht. Da macht man irgendwas falsch. Machen wir mal wieder die Zeit vorspulen, wieder mal um 2 Minuten. Oh, jetzt muss er sogar noch mal rechnen. Fahrplan. Na komm. Windkraftanlage, oh, jetzt sogar mit 30 abbremsen, ja. Der Bremssound ist ja mal geil, hört ihr das? So dieses dumpfe. Jetzt haben wir 2 Minuten Verspätung. Ja, aber sollte hier eigentlich auf der Karte eigentlich kein Problem sein, die hier wieder rauszufahren. Entweder heißt die Haltestelle hier anders. So, mal ganz kurz rausgucken. Eine Fahrkarte bitte. Danke schön. Ich glaube, der hat die Haltestelle gerade gar nicht gezählt. Deswegen sind wir jetzt gerade so ein bisschen in. Einmal wieder Kurzstrecke. In Bedrängnis mit der Zeit. Oh. Ich sollte schon nach vorne gucken. Kommt nämlich Mühlenberg eigentlich. Der ist schon zu weit, unser Gerät. Hallo.
Minute 70. Oder was ist das hier auch noch? Entweder fährst du jetzt oder ich fahre. Einer von beiden muss fahren. Edershof oder Edershofen, eins von beiden. Straßen sind hier auf jeden Fall schön breit noch. Nicht wirklich Schwierigkeiten, hier so durchzukommen. Danke. Wir haben 33 Fahrgäste drin, ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist mir eigentlich so aufgefallen. Das sind ja alle zugestiegen. Kreuzung. Hallo. Hallo. Eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Dankeschön. Hallo. Würde ich mal wieder gewünscht, dass wir mal wieder eine britische Karte fahren. Müssen wir mal gucken, ob wir da nehmen können. Wir sind auch schon lange nicht mehr gefahren. Leider nichts. Wahnsinn. Ich gehe am Bahnhof hier. So, ja, eine Minute zu früh hier. Guten Tag. Hallo. Eine Fahrkarte bitte. Da kriegst du ja Kopfschmerzen.
So, siehst du mal, haben wir auch noch ein Bildchen gemacht. Der Bremssound, der ist schon echt edel. Hui! Das war mal ein bisschen Ego gewesen. Haben wir den ein bisschen die Vorfahrt genommen gerade. Nicht schön. Ich dachte, der biegt ab. So, starker Seitenwind spüren wir jetzt nicht von gerade. Zum Beispiel sind auch alles so Sachen, ne, die spürst du halt in Omsi überhaupt nicht. Ja? So Seitenwind oder sowas, wenn du über so eine Brücke ballerst. Baustelle. Sowas finde ich immer cool hier, wenn man sowas einbaut. So. Aber an sich ist doch eigentlich schön gemacht. So, ist so eine ländliche Karte halt, wo du halt durch viele Dörfer fährst. Es ist ein bisschen mehr los als wie in Overath. Du schießt schon ein bisschen mehr Leute von A nach B. So muss das sein. Ja. Wenn die Folge heute ja kommt, diese hier, dann ist heute Release-Tag von Tramsim. Ja, also spätestens vielleicht, wie gesagt, wenn alles klappt, machen wir heute Abend noch einen schönen Livestream. Dann gucken wir uns Tramsim schön im Livestream mal an. Und dann kommt vielleicht ab morgen schon die nächste Folge oder so weiter und so fort. Mal gucken. Es ist tierisch heiß hier drin, ne? So, mal schnell mal hier Fenster aufmachen. Weil die jetzt hier alle das Dach links abbiegen wollen. Hier war eine mega tolle Abendbeschaltung. Da müssen wir ein bisschen runterkühlen hier. 29 Grad im Bus. Die sterben doch da hinten alle. So. Ich hätte gerne eine neue Flasche.
So, erst nach rechts, so wie es ausschaut. So, Leute, so. Cetra. Oh, hier fehlen irgendwie Schienen. Das ist auch gut. Stehen noch die Andreaskreuze, aber Schienen fehlen. Sich lesen können, was das jetzt für eine Autobahn war. Marberg, Neheim, A52, gibt's ja gar nicht, war in real life. Ich kenne mich ja mit der Autobahn immer nicht so aus, ja, also nehmt's mir da jetzt nicht übel. Wählen und Tesla. Wenn euch die Orte bekannt vorkommen, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare posten.
So. Ein bisschen Verspätung haben wir jetzt wieder. Aber das geht schon in Ordnung. Wäre nur schön, wenn ich jetzt meinen Fahrt bekomme. Angefordert ist ja nun schon vor einer halben Ewigkeit. Das wäre jetzt schön. Ich finde es auch schön, wie gesagt, wir sind jetzt im November. Es geht jetzt wieder los mit Spielen und alles sowas. Freue ich mich immer tierisch drauf. Und sie hat ja jetzt nur den MAN jetzt, also neuer DLC jetzt, ne, schön MAN. Freue ich mich tierisch drauf, muss ich gestehen. Also wenn er so, genauso gut ist wie die MAN Stadtbusfamilie, wird es großartig. Dann wird das großartig. Aber leider noch ohne Release-Termin. Wie gesagt, die französische Map kommt wohl noch dieses Jahr. Weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Ist jetzt nicht, ob ich mir die jetzt unbedingt angucken möchte. War schon ein bisschen sehr eng, die Kurve. Ui. Was war denn das jetzt? Ja, hier ist eine unsichtbare Wand wieder. Ah, ja, das sind immer so diese Dinger, die mich denn persönlich immer nerven, denn ja. Irgendwo gegengefahren. Aber hier ist nichts. Vom Bordchen hätte es nicht sein können. Ja, das ist immer so das, was mich denn immer nervt an Karten, ja. Warum wird sowas nicht kontrolliert halt, ja? Das ist eine Haltestelle. Gerade hier an der Haltestelle darf du sowas hier irgendwas Unsichtbares nicht rumstehen. Testet man das nicht vorher? Ah, das immer wieder, ja. So vielen Karten hast du das mittlerweile, dass hier irgendwelche unsichtbaren Objekte irgendwo rumstehen. Deswegen ich meistens eigentlich nur noch Payware-Addons spiele, weil da funktioniert hoffentlich immer alles. Hier rein müssen wir. Wo die 3, 2 hätten wir gemusst. Also hier hin. Ich
Hier spawnen natürlich instant einfach ein Bus rein. Ja, das ist natürlich den. Eieieiei. Ich wollte mich eigentlich nur da hinstellen. Toll, jetzt habe ich ein Problem. Ja, also die ganze Tour lief super, außer jetzt am Ende. Ein Ding nach dem anderen, eine unsichtbare Wand und dann spawnt hier auf einem von der Bus rein. Fies. Fies, 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 fies. Fies, 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 fies. Aber an sich, ja, eine schöne Karte. Kann man nicht meckern. Ne? Viel Überland auf jeden Fall. Also wer es ein bisschen so, nicht so The City Mark oder sowas, der so ein bisschen über Land fahren möchte, für den kann die Karte auf jeden Fall mal interessant sein. Zumindest so, so weit interessant, dass man sich die zumindest mal anguckt. Aber was ich euch empfehlen kann, fahrt am besten ohne Kollision. Denn kommt ihr hier eigentlich relativ gut durch. Wie gesagt, die eine unsichtbare Stelle, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Also sollte derjenige, der die Karte gebaut hat, dieses Video sehen, dann bitte dort fixen, da ist irgendwas. Ja, wie gesagt, das mit dem Bus spawnen, das war jetzt natürlich vielleicht ein bisschen blöd, aber ja, man weiß auch nicht, wo man hier wirklich reinfahren soll. Also ich bin hier schon eigentlich richtig reingefahren, glaube ich, oder? Hätte ich hier reinfahren müssen und dann so drin? Ja, das hätte man vielleicht auch machen können. Vielleicht hier noch ein Schild rein, dass man hier nicht durchfahren darf, so Durchfahrtsverbot. Irgendwie sowas, ja, also wenn das da nicht genehmigt ist, sonst irgendwo einen Spawnpunkt wo suchen, wo die Busse nicht einfach so rein spawnen und du da lang fährst. So, das war's wieder mit einer weiteren Folge. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns heute Abend zum Livestream dann zu Tramsen wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Spätestens morgen ist ja dann sowieso wieder irgendwas hier bei uns im Livestream, dann ist ja schon wieder Freitag, Wochenende. Und sonst bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.